Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir wollen jetzt alle Amigo befreien. Auch wenn es schon sehr spät ist, 22.16 Uhr. Pfah. Das schaffen wir eh nicht. Weil es gibt ja viel noch Indie dann am Ende und alles. Und, aber die, das Trial schaffen wir, was irgendwann bald kommt. Vielleicht schaffen wir das noch. Wenn wir eine Viertelstunde warten oder so. Mit etwas Glück. Danach die Inni, die kommt dann vermutlich erst um 1 oder so. Oder um 2. Deswegen, das wird eher nichts. Aber wir können ja ein bisschen noch weiterspielen dann. Solange ich halt Bock habe. Solange meine Stimme mitmacht. Das ist natürlich auch noch ein anderes Ding. Aber heute geht's ganz gut mit der Stimme. Das lange Schlafen und Ausruhen gestern hat echt geholfen. Machen wir uns gleich an die Vorbereitung. Jemand muss also die galeische Flagge austauschen. Nago, kannst du diese Aufgabe übernehmen? Ja, selbstverständlich. Mit deinem Greif kann ich ganz leicht zur Spitze des Turms fliegen. Aber die Flagge ist riesig. Du denkst an ein Projektionsprisma, richtig? Ja, wenn ich das verwende, brauche ich die Flaggen gar nicht zu transportieren. Gut mitgedacht. Besorg dir ein Prisma und mach deinen Greifen bereit zum Einsatz. Arenwald, du bleibst mit der Allianz in Kontakt, damit wir unsere Schritte optimal koordinieren. Und Lise, stell deinen Trupp zusammen, mit dem wir das Castellum in die Zange nehmen können. Verstanden. Wir versammeln uns in Castellum Corvi und warten dort den Einsatzbefehl ab. Potato, du bleibst bitte noch kurz hier. Ich möchte, dass du mit 3 Leuten hier in Ralgas Wacht redest. Ich weiß, dass du wegen deiner entführten Kameradin in Unruhe bist, aber es ist wichtig für die Zukunft der Befreiungsarmee. Ich schreibe dir auf, wen ich meine. Bitte sprich mit ihnen und komm dann wieder hierher. Dann erkläre ich dir, warum. Bam, bam, badam, badam, bam, badam. Heute Nacht lade ich endlich mal wieder auf YouTube Final Fantasy hoch. Wobei, ich könnte auch Assassin's Creed hochladen, aber... Ich glaube, Final Fantasy geht mal langsam aus auf YouTube. Also ich habe noch jede Menge Parts auf der Platte, aber... Auf YouTube habe ich auf jeden Fall bis Part 155 hochgeladen derzeit. Aber ich habe deutlich mehr Parts schon vorbereitet. Ich glaube, bis Part 200 noch was. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Part 220 oder so. Das längste Let's Play überhaupt. Großsturmbotsmann Pet, es ist meine Ehre, den überragendsten Kämpfer der Eoseischen Allianz zu treffen. Ich habe bis vor einiger Zeit in den Aliensvierteln von Ulda dahin vegetiert. Du hast mir geholfen, mich aufzurappeln. Nein, ich übertreibe nicht. Es war so unglaublich, was man sich von dir erzählte. Das hat mich verändert. Ich habe mich bei der Legion gemeldet und bin jetzt hier, um die Befreiungsarmee zu unterstützen. Es wird eine harte Schlacht, aber wir werden alles geben. Und dich hier zu wissen, macht mir wirklich Mut. Auf bald und auf ein freies Alamigo. Da da dam badam badam bam 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 bam. Da dam badam bam bam badam bam bam. Badam badam. Oh, mein Helfer in der Not. Vielen Dank, Mama, dass du meinen Talisman wiedergefunden hast. Tut mir wirklich leid, dass ich dich damit aufgehalten habe. Du hast bestimmt Wichtigeres zu tun. Aber immerhin bin ich deswegen noch am Leben. Dass ich die letzte Schlacht durchgestanden habe, habe ich nur diesem Talisman zu verdanken. Ich werde Ralga preisen und weiterkämpfen, bis Alamigo wieder unser ist. Ach ja. Hey, du bist doch Potato. So ein Zufall. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr, aber du hast mir einmal das Leben gerettet. Ich komme aus Klein Alamigo. Wilred hat uns damals auf diese dumme Idee gebracht, den Amaljar ein Kristall abzunehmen. Ohne dich wäre das schlimm ausgegangen. Ich habe gehört, was sie mit ihm gemacht haben. Im Wald umgebracht. Einfach so. Das hat er wirklich nicht verdient. Wilred hatte schon immer ein Talent, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Aber er war so begeistert. Hätte alles getan, um seine Heimat zu befreien. Ich bin noch am Leben, wie du siehst. In der Befreiungsarmee bin ich nun ein Kämpfer unter vielen. Aber vielleicht kann ich hier einen Unterschied machen. Wenn wir Alamigo befreien, wird Wilred es irgendwie spüren. Da bin ich ganz sicher. Typ, kann mir gestohlen bleiben. Ne, Wilred ist getötet worden, oder was? Im Wald? Achso, das ist ein anderer Typ, Wilred. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, wer Wilred ist. Ah,
stimmt, der, ach, stimmt, der Typ, den wir, der, das mit, okay, ich weiß wieder, wer Wilhelm ist, okay. Der wurde aber von dem Typen getötet, den ich dachte gerade. Ralgas Komet kommt runter auf die Erde und schlägt ein wie eine Bombe. Bam, bam. Hast du mit den dreien gesprochen? Vermutlich weißt du jetzt, was ich sagen wollte. So viele unserer Kämpfer haben mir Geschichten von dir erzählt und wie sehr du ihr Leben verändert hast. Du spielst in der Befreiungsarmee eine größere Rolle, als dir vielleicht bewusst ist. Aber ich wollte dir noch etwas anderes begreiflich machen. Denk nur, ein Lohengarde-Kämpfer, der 20 Jahre lang in Giabania unter den Galeanen durchgehalten hat und jetzt für uns kämpft. Ein Offizier, der über den Wall geklettert und geflohen ist, um der Legion beizutreten. Ein junger Migit, in Tanalan geboren, weil seine Eltern die Flucht wagten und die kleine Alamigo unterkamen. Die drei sind bezeichnend für die neue Befreiungsarmee. Völlig unterschiedliche Schicksale mit unterschiedlichen Beweggründen, aber einem gemeinsamen Ziel. Ich sagte, dass der Wiederaufbau der Befreiungsarmee voranschreitet, aber eigentlich stimmt das nicht. Es ist eine ganz neue Organisation, die hier entsteht. Wer, denkst du, ist am besten geeignet, diese neue Befreiungsarmee anzuführen? Ich könnte das ja machen. Das würdest du auf dich nehmen? Nun, deine Fähigkeiten sind unbestritten, aber es würde dich nicht lange in Alamigo halten. Unterschätze die Aufgabe nicht, es ist eine langfristige Verpflichtung. Ehrlich gesagt habe ich Lise dafür im Auge. Sie hat schon viel von der Welt gesehen und man braucht einen weiteren weiten Horizont für diese Aufgabe. Eine Vision. Bitte pass auf sie auf, Potato. Und bitte sag Lise nicht von dem Gespräch. Es ist noch zu früh. Dann werde ich zum Sammelpunkt gehen, Castellum Corvi. Davon ist außer dem Namen allerdings kaum noch etwas geblieben. Die Galliar haben diesen kleinen Versorgungsposten schon vor geraumer Zeit aufgegeben. Also dann, bis gleich. Ja, aber er hat doch davon gewusst also hat das quasi davon mitbekommen, wurde deswegen getötet oder nicht? Das war doch da in der. Er wurde doch getötet. Wo haben wir seine Leiche gefunden? Ich glaube, es war irgendwo. Ach, wie hieß das Ding? Mordona war das, glaube ich, oder? War das Mordona? Nee, warte. Nee, hier im Dings, hier im Tanalan, da, in diesem nördlichen Tanalan haben wir den, glaube ich, gefunden gehabt. Hier bei Raubans Trutz und so, da war das, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir die Leiche von ihm dann gefunden. Urts Quelle? Daran erinnere ich mich jetzt nicht, dass ich da jemand Totes gefunden habe. Dann muss es da gefunden haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall wusste der von dem Komplott und deswegen wurde er quasi getötet. Von dem Typen. Wie hieß der andere Typ denn nochmal? Das Problem ist, ich kann nicht den Wiki-Artikel von Papalimo öffnen, weil wenn der nicht tot ist, weil ich hoffe, dass er tot ist, aber ich kann den jetzt nicht öffnen, falls er nicht tot ist, würde ich mich spoilern. Und ihr wisst, wen ich meine, diesen komischen Typ, der sich so einen Prima-E verwandelt hat. Ach, wie hieß er denn nochmal? An den muss ich gerade bei Wilred denken, ich glaube, der hat einen ähnlichen Namen.
Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Ihr wisst ja, wen ich meine, von daher. Hilbert, genau, der so hieß er, genau. Schrecklicher Typ. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Alle sind da. Wir haben mehrere Trupps gebildet, die auf verschiedenen Routen versuchen, den Weg für Mnago freizumachen. Dass wir die Flagge auswechseln können, ist zentral für das Gelingen der Mission. Wie sieht es mit dir aus? Gerüstet für den Kampf? Ja. Hilbert ist so ein... Also ich hasse keinen Charakter hier, glaube ich, so sehr, außer vielleicht noch Teleji, aber der ist ja auch tot. Und Hilbert ist ja auch tot, aber... Die beiden Charaktere... Puh. Es hat begonnen. Wie ich dieses Warten vor der Schlacht hasse. Lass dich nicht nervös machen, Nago. Sonst steckst du dein Reittier auch noch an. Wir schaffen das schon. Ganz bestimmt. Ja, Lise. Sie sind auf unser Spiel eingestiegen. Während die Armee der Allianz sie ablenkt, greifen wir die Brücke an. Das ist richtig. Nago, du nimmst die Fahne der Befreiungsarmee. Warte den richtigen Moment ab. Dann fliegst du auf den Turm und hisst unsere Flagge. Jawohl, um jeden Preis. Dann los. Ralga ist mit uns. Auf in den Kampf! Genau, deswegen hat sich Teleji ja. Teleji, Adeleji. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Hilbert steckt da auch mit dahinter. Das war ein Komplott von den beiden. Nur Teleji ist halt der Geldgeber gewesen. Und er hat natürlich auch seinen eigenen Nutzen daraus gezogen. Und Hilbert wollte halt Alamigo befreien. Auf seine komische, verquerte Art und Weise. Er ist ja danach als dieser komische Typ mit der Maske aufgetreten und so. Das war ja seine Motivation. Er wollte Alamigo befreien. Jetzt wird Alamigo ja doch befreit. Ohne ihn. Guck mal, es geht auch ohne ihn. Man hat diesen Ego-Typen nicht gebraucht. Teleji ist Kartoffelchips. Ja. Aber der andere Lalafell ist auch nicht besser. Wie hieß der nochmal? Ach, ich weiß es nicht mehr. Der andere aus dem Rad, der ist auch nicht toll. Oh, da müssen wir lang. Ups, meine Gruppe, es tut mir leid. Zieh mal meine Waffe. Ah, Lodorito, genau. Nee, Lodorito wurde auch getötet, oder? War das? Nee, nicht stimmt, richtig. Teleji. Manchmal ist es ein bisschen schwer, die Sachen wieder zusammenzubekommen, vor allem, wenn man lange nicht gespielt hat. Ich weiß auch ganz genau, dass Lodorito noch irgendwann wird Lodorito noch wiederkommen und wieder ein Part in der Story haben und wieder in den Rücken fallen. Und weil er aber hat, das wäre sein, eigentlich war es ja alles Lodoritos Plan. Er wusste das mit Teleji und alles. Er hat das ja auch wieder für sich genutzt. Das ist quasi ein Double-Double-Cross.
Ja, er wusste das mit dem Plan. Deswegen hat er ja auch dafür gesorgt, dass die... Sultana nicht stirbt. Er hat das auch alles wieder nur für sich selbst genutzt. Weil er an die Waffe kommen wollte in diesem eigenen Gebiet hier, in der kategorischen Heide, ne? Wo er jetzt auch nicht dran gekommen ist. Bisher zumindest nicht. Aber wir haben sie ja benutzt. Also. Aber vielleicht. Jetzt in den Patches. Vielleicht kommt er dann wieder und. Weil die Maschine ist ja noch irgendwo. Genau, Omega. Die ist ja abgestürzt. Irgendwo ist sie ja noch. Der Rückzug der Allianz war eine Finte. Na wartet, das werdet ihr mir büßen. Taste gedrückt. Nee, ist auch richtig so, dass du dazu nichts sagst. Das möchte ich auch nicht. Sonst bin ich sauer. Aber das sind halt einfach Sachen, die kann ich mir denken, dass der wieder auftauchen wird. Man darf niemals in Lalafell mit Bart vertrauen, das habe ich gemerkt. Sie nennen dich also nicht von ungefähr einen Helden, aber was sagst du dazu? Schafott, okay. Was soll ich dazu jetzt bisher sagen? Jetzt hast du da Feuer und jetzt schlägst du mich da rein oder was? Wird halt nicht passieren. Die Star hat doch gesagt, wird nicht passieren. Ich bin Tank, ich muss mit meinem Placement arbeiten. Ich kann das, Schätzchen. Meistens. Okay, jetzt wird's fies, aber ich stelle mich mal hier hin. So nah dran wie möglich. Kanonenklinge! Ja, mach du mal. Mach mal deinen Plan B. Hat nichts getroffen. Ja, der Greif ist oben. Na gut, du schaffst es. Da sieht man ihn nicht. Verflucht! Dagegen komme ich nicht an. Ich zögere nicht mehr. Es gibt nur noch den Weg nach vorn. Sieh nur! Die Flagge! Das sieht schön aus. Der Sieg ist unser. Wir haben gesiegt. Das stimmt doch noch nicht. Ja!
Gut, die anderen sollen das denken, damit die weglaufen. Ihr habt noch lange nicht gewonnen, ihr Witzfiguren. Na, du bist eher die Witzfigur, mein Schätzchen. Hey, verdammt, bleib hier! Tja, feige Sau. Assassin's Creed-Trick. Rauchbombe. Lass, Lise. Wir haben gewonnen. Das ist genug. Der Augenblick wird kommen. Was ist das für eine Flagge? Unser Stützpunkt kann doch nicht gefallen sein! Seht! Unsere Flagge weht wieder über unsere Heimat! Wir haben gesiegt! Metzelt alle übrigen Galeer nieder! Ja! Raubahn! Zurück. Rückzug! Alle Mann weg hier! Mein Best Buddy! Der einarmige Bandit Raubahn! Kommandantin, Sie haben die 4. Infanterie aufgerieben. Wenn Sie noch mehr Verstärkung bekommen, sind wir geliefert. Wir müssen uns zurückziehen. Zurückziehen? Glaubst du etwa, dass Xenos das verzeihen würde, wenn wir vor einem unterlegenen Gegner den Schwanz einziehen? Aber wenn sich die Ananta auf die Seite der Rebellen schlagen, ist unser Fluchtweg abgeschnitten. Ich rate euch dringend zu einer Neuformierung. Verflucht! Dabei hatten wir sie fast! Also gut, Rückzug. Und vergesst das Mädchen nicht, verstanden? Es ist nur ein kleiner Sieg, aber es ist ein Sieg. Wir haben ein Stück unserer Heimat zurückerobert. Das Lustige ist, so habe ich mir Stormblood eigentlich vorgestellt, was wir gerade machen, ne? Ich hätte mir vorgestellt, dass es viel mehr ist, also viel öfter sowas kommt, wo wir einzelne Punkte eingreifen und sowas und die übernehmen. Dass wir hier so... wie halt diese Tribe-Symbole und sowas, dass wir halt einfach Symbole haben und von Orten, die von den Galeanen besetzt sind und so, und dass wir die nach und nach befreien. Hatte ich mir eigentlich vorgestellt unter Stormblood, unter der Prämisse des Spiels. Ist leider ein bisschen anders gekommen, aber ist trotzdem, ist halt typisches Final Fantasy XIV jetzt hier gerade. Ist halt jetzt nicht, dass die Queststruktur sich geändert hätte. Gut, Fadoda ist entkommen, aber wir haben gewonnen. Und das ist ja die Hauptsache, oder? Ich weiß schon, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, aber wir lassen uns einfach nicht aufhalten. Dann kommen wir garantiert bald am Ziel an. Und dieses Ziel ist ein freies Alamigo. Konrad möchte dich um etwas bitten. Der Feind hat sich zurückgezogen. Das hat uns größere Verluste erspart. Wir sichern nun das Castellum. Es kann durchaus sein, dass sich noch Galeas versteckt halten oder dass die Fallen aufgestellt haben. Kehr du inzwischen zu den Haupttruppen der Allianz zurück und halte dabei nach versprengten Resten der feindlichen Truppen Ausschau. Ich möchte vermeiden, dass uns verirrte Galeas jetzt noch in den Rücken fallen. Die Allianz hat Stellung im Bittermühl bezogen. Sieh dich auf dem Weg dorthin um und mach alle Feinde unschädlich, die uns noch gefährlich werden könnten. Wenn du angekommen bist und die Umgebung sicher ist, berichte Raubahn genau von der Lage hier. Alles klar?
Alles klar. Jo, bis später. Bam. Badam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Leider können wir nicht fliegen. Noch nicht zumindest. Oh, ich glaube, das ist ein fettes Fate, ne? Weil er so ein fetter Gegner ist. Badam, bam, bam. Badam. Bam, 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 bam. Ich mache echt nicht so viel Schaden, ne? Obwohl ich ja eigentlich eine ganz andere Waffe trage gerade. Gar nicht so schlecht ist. Ja gut, der Apple Level 65, ne? Hätte ich auch übrigens mal öfter machen sollen. Materie rausholen. So, mein Inventar ist schön voll mittlerweile. Badam, badam. Sag ich ein großes Fate. Gleich kommt das 12er-Ding übrigens, dauert nicht mehr so lange. Die Brücke ist also unter unserer Kontrolle. Ausgezeichnet. Besser hätte es nicht gehen können. Hier lief auch alles einwandfrei. Fast so gut, um wahr zu sein. Pippin ist mit seinem Trupp schon zur Brücke losmarschiert. Sobald wir Castellum Velodina besetzt haben, können uns die Galear nicht mehr viel anhaben, auch wenn sie sich noch einmal sammeln und zurückschlagen sollten. Ihr habt die Schlacht gut klug geplant, General. Euer Ruf als überragender Stratege kommt nicht von ungefähr. Warte lieber mit der Beweihräucherung, Junge. Dieser Kampf ist gewonnen, aber der Feldzug wird noch lange dauern. Ich rücke noch einmal mit meinem Trupp aus und sichere die Umgebung hier. Der Bund der Morgenröte dürfte inzwischen der Befreiungsarmee von größerem Nutzen sein. Kehrt zu Konrad zurück und seht, wie ihr dort helfen könnt. Er lässt sich nicht zur Fahrlässigkeit hinreißen, obwohl die Schlacht eindeutig gewonnen ist. Wirklich ein Feldherr, durch und durch. Und er hat recht, dass unsere Dienste hier nicht vonnöten sind. Lasst uns zu Konrad in Castellum Velodina stoßen. Da können wir wenigstens mal die Windätherquellen hier erledigen. Bald. Bald. Auch nicht jetzt, aber bald. Weil die letzten sind auch hier, die wir einsammeln müssen. Und da müssen wir natürlich noch Quests machen, das ist richtig. Alles kommt ja dann bestimmt alles auf der anderen Seite. Wie viele müssen wir hier noch sammeln? Noch zwei. Und drei durch Quests.
Ich nehme an, zwei durch Nebenquests und eine durch die Hauptquest. Ich bin froh zu hören, dass auch die Allianz keine allzu schweren Verluste hinnehmen musste. Pippin ist uns mit einem großen Trupp zur Hilfe gekommen. Sie durchsuchen den einen Abschnitt der Anlage, während meine Leute den anderen übernommen haben. Ohne die Allianz und den Bund der Morgenröter wären wir niemals so weit gekommen. Ich danke euch, Freunde. Konrad wartet auf etwas. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Brücke fest in unserer Hand ist. Kommandant Konrad, Oberst Pippin hat soeben gemeldet, dass Castellum Velondina Sieg gesichert ist. Sehr gut, richte dem Oberst besten Dank von mir aus. Ich habe den Bericht zur Kenntnis genommen. Dann können wir wohl erst einmal aufatmen, aber ich habe Menago gar nicht gesehen. Wo ist sie denn? Nago? Die ist mit ihrem Greif ans andere Flussufer hinüber. Ihr Heimatdorf, das Dorf der M, liegt am Ostufer, müsst ihr wissen. Die spähenden Steine nennt man es auch. Nago wollte nachsehen, ob die Galea bei ihrem Rückzug auch keinen Schaden im Dorf angerichtet haben. Ich denke nicht, dass die Galea Zeit dafür hatten, aber ich verstehe gut, dass sie sich Sorgen macht. Wenn es recht ist, Kommandant, würden wir uns dort auch gerne einmal umsehen. Man kann nie wissen, was einem verzweifelt flüchtenden Trupp einfällt. Ich bin dafür. Statten wir Nagos Dorf einen Besuch ab. Gut, wenn ihr über die Brücke wollt, erklärt euer Vorhaben der Wache der Befreiungsarmee, die dort stationiert ist. Das haben sie die Map doch halb geteilt. Auch kein später rüberfliegen, nehme ich an. Ich dachte, man könnte es einfach durch, aber naja. Sowas macht das Spiel leider nicht. So instanzierte Zonen, so Sachen. Du willst auf die andere Seite? Ja. Gerne. Wir gucken jetzt übrigens nicht nach Windätherquellen, sondern machen wir erst später. Wobei, wenn sie natürlich direkt hier ist. Nee. Die ist hier irgendwo da oben, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Außer das Quest bringt mich dahin. Was es vermutlich auch irgendwann tun wird. Machen wir uns nichts vor. Das Quest wird uns schon irgendwann dahin bringen. Aber wir ziehen das Quest jetzt noch ein bisschen durch. Wir machen den Part ein bisschen länger, weil das 12er-Ding kommt dann. 12er-Ding, 8er-Ding. Ich rede immer vom 12er-Ding. Das ist unfassbar mit mir. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja zumindest, was ich meine. Von daher ist das schon okay. Solange ihr das wisst. Die spähenden Steine müssten am Ende dieses Pfads hier liegen, ganz oben auf den Felsen. Kommt mit! So. Bam, bam, bam. Ihr seid gekommen. Willkommen in meiner Heimat. Das ist das Dorf meines Stammes. Das Dorf ist von den Kämpfen verschont geblieben? Ja, uns ist nichts geschehen. Aber die Ananta haben eine Botin geschickt und um Hilfe gebeten.
Ich bringe euch zu ihr. Was ist passiert? Können wir euch helfen? Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Es ist so. Die Kalyaner sind mit den Garlean zusammengestoßen. Die Kalyaner sind der zahlenmäßig größte Stamm der Ananta. Die Vira, die mit uns kooperieren und an der Seite der Befreiungsarmee kämpfen, bilden nur eine Minderheit. Die Kalyaner dagegen meiden den Kampf. Sie haben sich den Garlean untergeordnet und leben zurückgezogen in ihrem Revier. So ist es. Die Kalyaner haben ihren Stolz verloren und kriechen vor den Garlean im Staub. Doch dann haben die Garlea Geiseln verlangt. Diese Frau, die über die schwarze Brücke herrscht. Fordula und ihre Wolfsschädel. Aber warum Geiseln von den Kalyaner? Es sind doch die Vira, die mit uns zusammenarbeiten. Die Garlea haben nie versucht, uns zu verstehen. Für sie sind alle Ananta gleich. Die Garlea hatten wohl Angst, dass sich die Ananta vom Ostufer des Velodyna auflehnen könnten. Dann wären sie zwischen ihnen und unseren Truppen am Westufer eingekesselt. Haben die Kalyaner also wie befohlen Geiseln gestellt? Ja. Die Anführerin Shanti musste sogar ihre geliebte Tochter ausliefern. Jeden Tag hielt sie mit tränenverschleiertem Blick Ausschau, ob ihre Tochter nicht wieder freigelassen würde. Doch dann habt ihr die Brücke überrannt. Shanti hatte die Schlacht beobachtet und als die Galea flüchten wollten, stellte sie sich ihnen in den Weg. Sie forderte ihre Tochter zurück. Darauf würde Fordula doch nie eingehen. Und das tat sie auch nicht. Stattdessen hat sie ihr die Klinge an den Hals gesetzt und freies Geleit gefordert. Die Anführerin wich aber nicht. Sie wollte ihre Tochter wieder. Und so kam es zu der Tragödie. Oh nein! Fordulas Männer hatten Angst, sie waren umzingelt von Ananta-Kriegerinnen. Aber sie mussten tun, was ihnen befohlen wurde. Die Erbin der Kalyaner starb vor den Augen ihrer Mutter. Wie schrecklich! Doch damit nicht genug. Die Anführerin rief unsere Göttin herbei, die gütige Lakshmi, um ihre Tochter von den Toten zurückzuholen. Eine Beschwörung? Das darf doch nicht... Ja, die Kalyaner hatten alles fortgeworfen. Ihren Stolz und ihre Kampfbereitschaft. Nun blieb ihnen nichts, als alles in die Hände der Göttin zu legen. Die Garlea waren von Furcht erfüllt und flohen. Nur die blutüberströmte Prinzessin blieb zurück und die Göttin, die ihr zur Hilfe gerufen wurde. Die Kalyaner in Wut und Trauer wandten sich nun gegen uns Vira. Sie verlangten, dass wir uns ihrer Lakshmi beugten, doch sie war nicht die Göttin, an die wir glauben wollten. Und deswegen habt ihr uns um Hilfe gebeten. So ist es. Wir haben gehört, dass unter euch ein großer Held ist, der sogar Götter besiegte.
Gut, einverstanden. Wenn ein Primae beschworen wurde, dann müssen wir uns um ihn kümmern. Lasst uns die möglichen Maßnahmen besprechen. So, BB. Alphinor macht sich Gedanken über die Götterbeschwörung. Ich würde einen direkten Kampf gegen Lakshmi gerne vermeiden, wenn es irgend möglich ist. Diplomatie ist vielleicht meine einzige Stärke und ich hoffe, dass sie dazu beiträgt, damit es nicht noch zu mehr unnötigem Blutvergießen kommt. Außerdem scheint Lakshmi von etwas anderem Charakter zu sein als die meisten Primae. Nicht wie der aggressive Ravana etwa, aber auch nicht wie der beschützende Ramu. Wir müssen uns zuerst über unsere Gegnerin kundig machen und über die Qualiana, von denen sie beschworen wurde. Dann solltet ihr in unser Dorf kommen, Viranilia, etwas nördlich von hier. Meine Schwester Sarisha ist die Anführerin der Vira. Vielen Dank, dieser Einladung werden wir gerne folgen. Nago, Brite berichtet der Allianz und Konrad von der Lage und unserem Vorhaben. Gut, wird gemacht. Passt auf euch auf. Der Part ist schon wieder so lang. Aber das ist jetzt bisher noch nicht zwei Parts, weil das ist das letzte Ding, was wir machen müssen. Bevor es dann hoffentlich losgeht mit dem Achter-Ding. Achter. Im Kopf behalten. Oh nee, wir haben noch ein Ding für eine Windätherquelle. Das machen wir später. Das machen wir nach diesem ganzen Ding hier. Oh, dann können wir nicht runterspringen. Aber da kam auf einmal ein Primae aus dem Nichts, okay. Das ist ohne Vorbereitung, ohne alles. Einfach bumm, Primae. Hier. Wir hatten noch so eine Idee für einen Primae. Den müssen wir noch irgendwie unterbringen. Ja, es ist auf einmal wieder eingefallen. Ach, das Spiel geht auch um Primae. Aber nee, wir hatten ja schon Primae bei einem anderen Ding auch. Aber da war der halt wirklich groß aufgebaut. Hier ist er jetzt einfach spontan. Dum, 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 dum. So viel Zweibeiner, das ist selten hier. Wer seid ihr? Sarisha, Anführerin der Vira, gestattet, dass wir uns vorstellen. Wir sind Mitglieder des Bundes der Morgenröte, der sich der Beseitigung der Primae verschrieben hat. Ihr wisst bestimmt, dass die Göttin Lakshmi beschworen wurde. Wir suchen nur nach Wegen, sie aufzuhalten. Dazu müssen wir mehr über sie und die Qualiana wissen. Könnt ihr uns etwas über sie erzählen? Sehr gerne. Eure Hilfe wäre uns sehr willkommen. Ihr müsst wissen, Lakshmi ist nicht nur die Göttin der Qualiana, sondern aller Anata. Sie hat unser Volk erschaffen. Lakshmi schmückte unsere Haut mit schimmernden Schuppen und schenkte uns in ihrer Klugheit die Fähigkeit, Kinder nur aus uns selbst hervorzubringen. Ein Stamm von ausschließlich weiblichen Wesen und vor allem empfingen wir von ihr die außergewöhnlich stark ausgeprägte Gabe der Heilung. Deswegen betete die Anführerin der Qualiana um die Wiedererweckung ihrer Tochter, weil sie auf die Heilkräfte der Göttin vertraute. Dann kann Lakshmi ja kein aggressiverer Primae sein. Keine voreiligen Schlüsse. Ein Primae ist der Fokus für die Wünsche der Gläubigen, die ihn herbeigerufen haben. Was zählt ist also, was sich die Qualiana von Lakshmi erwarten, nicht wie sie im Mythos dargestellt wird. Sehr richtig. In der Tat sehen die Qualiana und die Vira Lakshmi ganz unterschiedlich. Die holde Göttin lässt sich nicht gerne beengen. Deshalb schätzen wir Vira die Freiheit sehr hoch und lassen sie uns nicht nehmen, auch nicht von den Galeanen. Wir werden sie zusammen mit den Befreiungsarmee bekämpfen, auch wenn es Opfer kosten sollte. Die Qualiana aber sehen die Schönheit als das höchste Gut. Sie fertigen Kristalle an, in denen sich ihr Herz spiegelt, um die Welt, Weite und Reinheit ihres Inneren zu zeigen. Wir missbilligen das nicht, aber sie sind so vergeistigt, dass sie die galeische Unterdrückung einfach akzeptieren. Nun, da sie mit ansehen mussten, wie die Galear die Tochter der Anführerin erstachen, merken sie erst, wie weit sie es haben kommen lassen. Doch selbst da wussten sie keinen anderen Weg, als ihre Juwelen zu polieren und verzweifelt zu beten.
Wenn sie der Wirklichkeit entfliehen wollen, dann sollte die Göttin, die sie gerufen haben, wohl auch nur Linderung für ihre verletzten Seelen bringen. Linderung? Damit können sie die Galia aber nicht vertreiben. Oder wie soll sich da je was ändern, wenn man ständig wegschaut? Nun ja, für die Besessenen selbst stellt sich die Welt dann wohl sehr friedlich dar, auch wenn es nur eine Illusion ist. Und diese Illusion wollen sie nun auch noch den Vira aufzwingen. Ha, dazu lassen wir es nicht kommen. Wir wären euch dankbar, wenn ihr einen sanften Weg findet. Die Ideale der Qualianer und Vira mögen sich unterscheiden, aber wir sind dennoch Schwestern. Natürlich, auf dem sanften Weg. Vielen Dank. Wir werden euch selbstverständlich unterstützen, so gut wir können. Schließlich geht es um unsere Freiheit. Eine Gottheit soll helfen, jemanden Geliebten von den Toten zurückzubringen. Das erinnert mich an den armen Gabu. Oh nee, oh, Gabu war echt traurig. Hoffentlich geht es diesmal besser aus als im Ogoboro. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wo Lakshmis Altar ist und wo die Qualianer die Kristalle aufbewahren. Meine Schwester Varia wird mit euch gehen und es euch zeigen. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch unserer Sache annehmt. So. Ich danke euch für eure Hilfsbereitschaft. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Varia. Das bedeutet strahlender, unzerstörbarer Stein. Wir können sofort aufbrechen, wenn ihr wollt. Ich weiß, wo das Lager der Qualianer liegt. Varia ist bereit, wenn du bereit bist. Ihr seid bereit, dann lasst uns gehen. Lakshmis Altar befindet sich in einer geweihten Halle in der Burg der Qualianer, Djanangard. Dort bewahren sie auch die meisten ihrer Kristalle auf. Ich merke schon, da muss ich noch mal ein bisschen üben hier. Mit dem Vorlesen. Offensichtlich. Bam, 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 bam. Ach nee, das ist immer noch da. Nach da oben. Irgendwo nach hier oben müssen wir gehen. Oder so, ich weiß es nicht. Ich werde es nicht sehen. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Ich glaube, hier rum müssen wir. Ah, Part ist doch 50 Minuten lang wieder. Das ist halt das Problem immer. Das ist immer das, wie ich das spielen muss, wenn ich nicht immer eine halbe Stunde mache, sondern weiß, oh, es kommt bald was Instanzmäßiges und ich muss das zwischen den Parts suchen. Dann passiert sowas, dass ich eine Stunde oder 50 Minuten Parts habe. Ist immer ein bisschen blöd, weil ich halt nicht einschätzen kann, wie lang dauern die zwei Quests, die da noch sind. Kann sehr lange Quests sein, können aber auch recht kurze Quests sein. Ich gucke mir vorher nicht an, was da auf mich zukommt. Ich könnte natürlich die Questtexte und alles lesen, dann wüsste ich das. Aber, naja, das will ich ja auch nicht. Ich will nicht gespoilert sein. So, nun müsst ihr nur noch ein kleines Stück weiter nach Osten. Dann gelangt ihr zu einem Bergpfad. An seinem Ende steht ein großer Tempel, Djanangard. Um in die Katakomben zu gelangen, wo Lakshmis Altar ist, müsst ihr den Ätheriten am Eingang benutzen. Wahrscheinlich ist er anders als die Ätheriten, die ihr kennt, aber versucht, eure Schwingungen an seine anzugleichen. Vielen Dank, dass du uns bis hierher gebracht hast, Varia. Dann lass uns nach Djanangard vordringen und die Ätheriten suchen. Den Ätheriten suchen, alter Schwede. Die Namen hier sind echt ein bisschen schwierig. Ich kann das nicht aussprechen. Ich kann deren Namen nicht aussprechen. Ich kann nicht ein J mittendrin und damit ein R hinter dran, das kann ich nicht. Ich nenne die einfach Vara jetzt, ganz ehrlich. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Oh nee, das ist auch was für eine Jagd und ich kann... Bitte lass mich in Ruhe. Tu dir nichts. Ich bin nur Besucher. Bin nur Besucher. Lass mich doch in Ruhe. Ja, aber doch alle Windätherquellen. Da müssen wir noch die Quests machen dann. Oh, der Ätherit sieht echt sehr anders aus.
Schilde, Lakshmi. Warum? Warum bringst du mir meine Anamika nicht zurück? Ich habe dein Flehen wohl vernommen, mein Kind. Und habe ich es nicht erfüllt? Der Leib deiner Tochter ist heil. In ihren Adern strömt Blut wie zuvor. Sie atmet und lebt. Aber große Göttin, sie vernimmt die Stimme ihrer Mutter nicht. Ihr Gesicht zeigt keine Regung. Ihre Seele ist dem Körper bereits entflohen und sie wird nicht wiederkehren. Siehst du nun, dass die Göttin dir nicht helfen kann? Alizée, was machst du denn? Geh in Deckung! Was soll ich denn in Deckung? Siehst du nicht, was sich hier abspielt? Soll ich da vielleicht einfach zusehen? Eindringlinge im Allerheiligsten! Wollt ihr uns noch mehr Tod und Vernichtung bringen? Nein, wir sind hier, um euch etwas Wichtiges zu sagen. Ich kenne euren Schmerz nur zu gut. Ich habe selbst schon jemanden verloren, der mir sehr nahe stand und konnte die Trauer und den Zorn kaum verwinden. Aber ihr müsst verstehen, dass es nur noch mehr Verderben bringt, eine Gottheit zu beschwören. Sie kann euch nicht glücklich machen. Nun, wütendes Kind. Tatsächlich vermag ich nicht jeden eurer Wünsche zu erfüllen. Doch ich bringe euren Seelen Erquickung und Seligkeit. Denn unruhig ist das Herz jedes Sterblichen, bis es ruht in mir. Das nennst du Seligkeit? Die Leute zu deinen willenlosen Dienern zu machen? Damit gaukelst du ihnen doch nur einen schönen Traum vor, der in Wirklichkeit allen Schaden bringt. Auch wenn es schmerzt, dürft ihr nicht einer Illusion nachlaufen. Ehre die Erinnerung an deine Tochter, indem du ihren Tod akzeptierst. Genau. Außerdem verschlingen Götter massenweise Äther. Das Land, auf dem ihr lebt, wird verdorren. Noch eine zürnende. Doch sag mir eins. Ist es nicht besser, einen schönen Traum zu träumen, als ein Leben in Furcht und Bedrängnis zu fristen? Als Gefangene in unserer eigenen Heimat? Wir sind ja schon dabei, die Galea zu vertreiben. Wartet's nur ab. Euch kann man nicht trauen. Doch es gibt einen Weg, euch zu unseren Geschwistern zu machen. Sehet das göttliche Licht. Sinket in den seligen Traum. Ihr verschmäht also meine Gnade, dann werde ich sie denen schenken, die sie zu würdigen wissen. Verlasst den heiligen Boden der Ananta und wagt es nicht, meine träumenden Kinder jemals wieder zu bedrohen. Thank you.
tut mir leid. Als ich sah, wie blind die Kalyana ihrer Göttin vertrauen, konnte ich mich einfach nicht zurückhalten. Aber wie du gemerkt hast, bin ich nicht zu ihnen durchgedrungen. Wir müssen also doch zur Gewalt greifen. Vielen Dank, Potato. Aber ich werde alles geben, darauf kannst du dich verlassen. Während du versuchst, Lakshmi zu bezwingen, werden Alfino, Lisa und ich die Kristalle der Kalyana fortschaffen. Bitte pass auf dich auf, ja? Yay, da haben wir es geschafft. So, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part, der auch wieder ein Doppelpart war, 55 Minuten. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!